Ich will einfach da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Hoffenheims Außenverteidiger Nico Schulz, 26, zur neuen Saison. Zuletzt hatte er einen Riesenlauf, wirbelte mitreißend auf dem linken Flügel, galt sogar als WM-Kandidat. Aktuell ist er in Berlin. Nicht nur, weil er dort groß geworden ist. Er nutzt jede Gelegenheit, seine Kinder Laila, 4, und Leo, 1, zu sehen. Sie leben mittlerweile mit Mama Maria in der Hauptstadt. Ja, wir haben uns getrennt, bestätigt der Flügelflitzer, dass er und seine Lebensgefährtin nach 7 Jahren kein Paar mehr sind. Liebesaus. Spekulationen darüber waren aufgekommen, als Schulz Fotos aus dem USA-Urlaub mit Kumpel Adam Soloy postete, während seine Ex immer wieder Fotos auf Instagram stellte, die sie mit den Kids auf Ibiza zeigten. Nico Schulz und Maria, als sie noch ein Paar waren, Foto, Nico-Schulz Instagram Schulz, die Kinder merken natürlich, dass der Papa nicht mehr so oft da ist, aber es geht ihnen gut. Ich versuche, sie so oft wie möglich zu sehen. Ich war auch ein paar Tage bei ihnen auf Ibiza. Kontakt ist immer da, das soll auch so bleiben, denn Schulz hängt genauso an den Kleinen wie sie an ihm. Erklärt, entweder ich fliege nach Berlin, wenn ich frei habe, oder die Kinder kommen zu mir. Außerdem telefonieren wir oft. Sorgen, dass seine Leistung unter der Trennung leidet, muss sich keiner machen. Die Beziehung ging schon im Laufe der letzten Saison auseinander. Schulz, ich hab's trotzdem geschafft, meine Leistung zu bringen. Er macht sich auch in Berlin schon fit für die Saison, mal bin ich auf dem Laufband, mal im Fitnessstudio oder ich laufe im Tiergarten. Damit er da anknüpft, wo er aufgehört hat. Und vielleicht nach der WM die Nationalelf winkt. Sie sind bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild Hoffenheim?